Hallo und herzlich willkommen hier bei Tendo TV. Mein Name ist Mario. Und ich bin Lukas. Und wir beide geben euch heute einen ersten Einblick in Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Und wir machen das zusammen, weil es für mich nicht nur die erste Erfahrung mit Hyrule Warriors, sondern mit der ganzen Warriors-Reihe ist. Während ich das erste Hyrule Warriors ziemlich intensiv gespielt habe, deshalb bekommen hier sowohl Veteranen der Reihe als auch Neulinge einen Eindruck, ob das Spiel etwas für euch sein könnte. Starten wir direkt mit meinem Eindruck als Zelda-Fan und Warriors-Noob. Bei der Ankündigung vor ein paar Wochen war ich mega gehypt. Und das, obwohl ich sowohl Fire Emblem als auch Hyrule Warriors besitze, aber nicht eine Minute gespielt habe. Ich konnte mich einfach nie aufraffen, mit den Spielen anzufangen. Bei Zeit der Verheerung ist das anders. Ich liebe Breath of the Wild und mich haben sie deshalb mit dem Look des Spiels und der Aussicht auf einen tiefen Einblick in die Vorgeschichte von Links neuestem Abenteuer sofort überzeugt. Aber über die Geschichte des Spiels können und wollen wir in dieser Vorschau noch gar nicht im Detail reden. Nur so viel zur Einordnung. In Breath of the Wild erfährt man ja nur am Rande, was vor 100 Jahren passiert ist, als das Unheil seinen Lauf nahm. In diesem Spiel schlüpfen wir in die Rollen der verschiedenen Helden von damals und erleben die Geschichte, die zum Aufstieg Ganons geführt hat. Da ich aber noch keine Erfahrungen mit dem Gameplay der Reihe hatte und mich bisher auch nie aufraffen konnte, die schon erhältlichen Titel zu spielen, war ich doch skeptisch, ob es mich fesseln würde. Abschließend kann ich das immer noch nicht sagen, aber zumindest nach 2 Kapiteln mit 7 Haupt- und über 10 Nebenschlachten festhalten, dass es mir verdammt viel Spaß macht. Das liegt zum einen an der Geschichte und der Erzählweise. Ich habe viele spannende Einblicke in die Vergangenheit bekommen und lerne vor allem die Charaktere aus Breath of the Wild noch sehr viel besser kennen. Okay, die Story ist auch nicht anders oder tiefgründiger erzählt als im geschichtlichen Nachfolger, aber mir reicht es mehr als aus. Auch wegen der wirklich guten Sprachausgabe und den sehr schicken Videosequenzen, die die Geschichte erzählen. Zum anderen liegt das tatsächlich am Gameplay. Das Schnetzeln von Gegnerhorden fühlt sich gut an und geht extrem leicht von der Hand. Und dazu kommen immer mal wieder größere Gegner oder epische Endbosse, die eine besondere Strategie erfordern, um besiegt zu werden. Mit dabei natürlich die bekannten Gegner aus Breath of the Wild mit ihren Stärken und Schwächen. Angriffe mit X und Y lassen sich sehr eingänglich kombinieren. Über die rechte Schultertaste greift man auf die Fähigkeiten des Sheikah-Steins zu und kann Bomben werfen oder das Stasis- oder Kryo-Modul im Kampf einsetzen. Schön finde ich, dass man diese ganzen Möglichkeiten auch in den Nebenmissionen nach und nach beigebracht bekommt und so die Vorzüge zu schätzen lernt. So lassen sich mit dem Kryo-Modul Gegner im Wasser einfrieren und wild herumschleudernde Gegner dank Stasis aus dem Konzept bringen. Darüber hinaus haben Link, Zelda und die ganzen anderen Charaktere diverse Spezialfähigkeiten, die die Kämpfe abwechslungsreich gestalten. Und während man sich auf die Suche nach den 4 Recken macht, wächst die Zahl an spielbaren Charakteren konstant an, was die Möglichkeiten erweitert und auch so bei der Stange hält. Cool finde ich persönlich, dass man mehrere Helden mit in die Schlachten nimmt und auf Knopfdruck wechseln kann. Den gerade nicht selbst gesteuerten Charakteren kann man im Menü Ziele geben, zu denen sie dann selbstständig laufen. So kann man bei parallelen Zielen selbst zu einem gehen und die Aufgabe lösen und in der Zeit schon jemand anders zum zweiten Zielpunkt schicken. An einer Konsole geht das auch mit 2 menschlichen Spielern, dazu aber im Test mehr. Sehr gelungen finde ich auch die Bedienung abseits der Schlachten. Das haben die Entwickler mit der Karte von Breath of the Wild gelöst, von der aus man die Schlachten auswählt und betritt. Doch nicht nur das, dort kann man auch allerhand Dinge freischalten und so seine Möglichkeiten erweitern. So gibt es Läden, die sich aktivieren lassen, die Fähigkeiten der Charaktere kann man erweitern oder sie auch aufleveln und zahlreiche Nebenmissionen bestreiten. Das ist wirklich cool und verstärkt neben Grafik, Musik und Sprache noch mehr die Nähe zu Breath of the Wild. Nach etwa 6 Stunden Spielzeit kann ich also sagen, ja, es macht auch dann Spaß, wenn man mit Warriors bisher noch gar nichts am Hut hatte und einfach nur in die Geschichte eintauchen möchte. Natürlich nur dann, wenn man sich grundsätzlich mit dem beschriebenen Spielprinzip anfreunden kann. Und nun hört ihr von Lukas noch einige Ergänzungen und seinen Blick auf Zeit der Verheerung. Die Ankündigung zu Zeit der Verheerung hat mich sehr überrascht. Während die Fortsetzung zu Breath of the Wild in Entwicklung ist, bringen sie gleich ein Prequel? Nintendo ist immer für eine Überraschung gut. Und zugleich hat mir persönlich dieses Spiel kleinere Kopfschmerzen bereitet. Hyrule Warriors ist auf der Switch sowas wie mein Hinterhandspiel. Ich spiele es bei Gelegenheit immer mal wieder. Das simple Gameplay, die offene Struktur und die schiere Masse an Content erlauben diese Spielweise. Jetzt kommt noch ein Teil dazu. Wie werde ich mit ihm umgehen?
Zum Glück für mich ist Zeit der Verheerung viel mehr als sein Vorgänger auf die Story ausgelegt und, zumindest scheint es bisher so, packt den Hauptteil seines Inhaltes nicht in einen Abenteuermodus, den man bestreitet, wenn man mit der Haupthandlung fertig ist. Vielmehr finden Nebenmissionen als Sidequests zwischen der Hauptstory statt und lassen sich da frei auswählen. Die Hauptmissionen sind in Kapitel unterteilt und können dort in beliebiger Reihenfolge in Angriff genommen werden. Das Resultat ist eine deutlich geordnetere, übergreifende Struktur, die im Detail aber wieder offener wird. Es ist damit das genaue Gegenteil vom ersten Hyrule Warriors. Zeit der Verheerung ist kein Spiel, durch das man sich langsam durchbrennt, sondern eines, das man durchspielt. Auch die Schlachten sind diesem Prinzip angepasst worden. Sowohl Hyrule als auch Fire Emblem Warriors hatten sehr aufgeräumte Schlachtfelder mit einer klaren Trennung von begehbarer Fläche und Schmuckwerk. Die normalen Gegner waren klein und mit einem Schlag am Boden, während die Hauptmänner herausragten. Die Spiele waren schon ansehnlich, aber auch pragmatisch. In Zeit der Verheerung wirken die Umgebungen viel natürlicher, dafür aber unübersichtlicher. Die Gegner haben alle mehr Präsenz, weshalb man sich mehr wie in einer echten, epischen Schlacht fühlt. Das zieht aber auch einen starken Fokus auf den Kampf mit sich, der in diesem Teil etwas komplexer geworden ist. Ob in diesem Setting aber auch die komplexen Schlachten, die klaren Regeln folgen, möglich sind, die den Abenteuermodus des ersten Teils auszeichneten, wird sich noch zeigen. Außerdem fühlt sich das Gameplay momentan noch etwas langsam an, wenn man es mit dem Vorgänger vergleicht. Allerdings habe ich so früh im Spiel auch noch nicht alle Kombos freigeschaltet und die machen viel aus. Mein größter Wermutstropfen ist aber, dass die Steuerung im Spiel sich nicht anpassen lässt. Ich bin die Zelda-Steuerung von Hyrule Warriors gewöhnt und eine Umstellung kommt für mich nicht in Frage. In Fire Emblem Warriors konnte man die Knopfverteilung frei anpassen. Zurzeit nutze ich also ein im Switch-Menü umgestelltes Steuerungsschema, das aber natürlich so seine Probleme nach sich zieht. Zum Beispiel werden dann im Interface die falschen Knöpfe angezeigt. Button-Mapping wäre ein Feature, das ich im nächsten Update sehr begrüßen würde. Dennoch empfinde ich Zeit der Verheerung momentan noch als sehr gelungen. Es könnte ein Warriors-Spiel sein, das die Leute anzieht, die mit der Reihe sonst nichts anfangen können, während Fans vielleicht manches vermissen werden. Aber sein Hauptziel ist es ja auch, die Geschichte von Hyrule zu erzählen und dieser Fokus gelingt. Wer allerdings die Demo gespielt hat, zweifelt vielleicht, ob es sich hier wirklich um ein richtiges Prequel handelt. Ich bin selbst noch nicht weit genug, um das zu beurteilen, aber irgendwie kommt so auch eine gewisse Spannung auf, die die Story sonst wohl nicht gehabt hätte. Was wir also heute schon sagen können ist, dass Hyrule Warriors Zeit der Verheerung den Spagat zu schaffen scheint. Es ist gleichzeitig ein Spiel, das Zelda-Fans anspricht und darüber hinaus für Fans der Warriors-Spiele durchaus interessant sein kann, eben weil es einige Dinge etwas anders macht. Dabei ist es mehr Zelda und weniger Warriors als der direkte Vorgänger und damit genau das, was wir uns gewünscht haben. Zumindest soweit wir das nach so kurzer Spielzeit schon sagen können. Wenn ihr noch unsicher seid, ob das Spiel etwas für euch sein könnte, haben wir mit diesem Preview hoffentlich schon ein bisschen helfen können. Mehr Details und eine abschließende Bewertung gibt es nächste Woche in unserem Test. Für den könnt ihr wie immer gerne konkrete Fragen in die Kommentare schreiben. Sofern möglich, werden wir sie beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mario.